Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Try Destiny 2, The Open Beta. Und ich hatte letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich nach dem bisschen Story noch was mache. Und es gibt ja noch drei Sachen. Und zwar sind, glaube ich, wie so eine Art Spielmodi, die auch online sind. Und wir machen einfach mal alles. Ich habe gedacht, komm, YOLO, wir machen mal alles. Wir probieren es dann mit Quick Play, Player vs. Player, launchen wir mal eine Runde. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt die Zeit habe, heute ist der letzte Tag der Beta vom 29. bis 31. August ging die. Heute ist der 31. August. Und jetzt habe ich gedacht, komm, machen wir das mal. Ich hoffe mal, dass wir noch ein paar Kumpanen finden. Das sah so aus wie 4 gegen 4. Also einfach so eine Art Team Deathmatch oder so. Player vs. Player steht unten. Natürlich kann auch sein, dass ich keine Freunde habe und dass hier keiner kommt. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt mal die Chance habe, hier das mal zu testen und euch zu zeigen, warum sollte ich euch das vorenthalten? Und ich versuche das auch so schnell wie möglich rauszuhauen und alle anderen Let's Tries oder so, man weiß ja nicht, was ich schon aufgenommen habe, hinten anzustellen, weil das ist jetzt im Prinzip erstmal am wichtigsten. Ja, wie man sieht, ich habe keine Freunde, es kommt niemand, das ist halt echt bitter. Warte, ich weiß ja nicht, kommt da jemand? Searching for God, jetzt, da kommen sie, da sind die 8 von 8. Sehr gut, okay. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft, wir testen einfach mal alles eine Runde, jeweils eine Folge, habe ich mir gedacht, habe ich nochmal 4 Folgen raus und dann läuft das. Ich bin gespannt. Spaß macht es auf jeden Fall. Bäm. Alles klar. Gucken, wo uns die Reise jetzt hinführt. Sieht aus wie eine Zeitreise. Oh, da war... Oh, noch jemand. Ich würde ja gerne mal eine Runde fliegen. Ich weiß nicht, ob das auch zum Game dazugehört später, dass man auch irgendwie Weltraumschlachten hat oder so. Aber es geht ja eigentlich eher um die Person an sich und nicht um das Fliegen. Javelin 4, Warset Lounge Facility, I.O. Wahrscheinlich ist es immer das Intro für das jeweilige Game. Ja, oha. Control. Das sind wir. Hier sehen wir nochmal die anderen Teilnehmer. Alles klar. Ach, guck mal, A, B, hier, wie immer auch. Das ist ja cool. Keine Ahnung, die gehen alle hier. Was auch immer, die kennen sich wahrscheinlich alle schon mega aus. Die könnten wir nochmal die anderen Charaktere testen. Ich weiß leider nicht. Müsste mal gucken, wie man die switchen kann. Sonst würde ich für die nächsten beiden Games aber mal die anderen Charaktere nutzen. Was waren da Gegner? Oh Gott. Alter, von wo? Okay. Okay. B haben wir. C ist noch nicht. Und A haben die Gegner. Guck mal, ob ich hier Richtung C gehen kann. Also einfach ein bisschen hier Punkte einnehmen. Ganz cool. Und tschüss. Scheiße, noch jemand. Okay, das war nicht gut, aber einen haben wir hinbekommen. Oh, wollte ich gar nicht. Okay, 8 Minuten geht's anscheinend. Ich gehe nochmal Richtung... Haben die ein System? Mal B und A haben wir, ne? Ich versuche mal Richtung C zu gehen. Eine Schutzmauer. Okay, der ist weg. Von denen waren, glaube ich, irgendwelche, oder? Lass schnell auf C gehen, da ist jemand. Okay, einen haben wir bekommen. Okay. Die Gegner haben 2 Zones gerade aktuell. Haben die den Dingens wechseln oder so? Nee, ne? F1? Hier können wir uns nur umrüsten. Haben wir schon neue Waffen freigeschaltet? Nee, ne? Warte mal, sorry. Ich guck mal, hier kann man... Nee, kann man nichts ändern, glaube ich. Sehr gut, da sind Gegner, glaube ich. Ich guck mal, ob ich wieder... Ich versuche mich nochmal an C dran zu machen. Okay, hier ist gerade keiner mehr. Von hinten. Die flüchten mal. Das kriegen wir nicht hin alleine. Fuck, da ging ja welche B ran. Fuck. Oh, lauf doch. Oh, fuck. Die hat mich, glaube ich, jetzt gerade geschlagen. Das scheint auch zu gehen. Alles klar. Ich glaube, die Gegner haben aktuell mehr Punkte, denke ich mal, dass es diese Anzeigen da bedeuten. Okay, C haben wir jetzt aber. Alter, was war das denn gerade? Ich will mal so drücken, um die KD oder sowas zu sehen.
Ich würde ja gerne mal den Charakter wechseln oder so. Von wo, von wo? Alter, was ist da los? Heftig. Geht zu schnell, ich guck mal hinterher. Gibt's eigentlich auch eine Third Person? Nee, ne? Von allen Seiten irgendwie. Ich sehe gerade gar nicht durch. Von wo kommen die denn gerade? Da, ne? Okay, Alter, was ist los? Der Vasar ist ja richtig heftig. Der ist ja, der ist mir nur am wegnatzen. Warte, können wir gleich mal die Knarre nochmal wechseln? Wechseln wir mal auf die hier. Wollen wir das verfahren? Die haben zwar nur Einzelschüsse gemacht. Aber wenn man dann mal trifft. Was zur Hölle? Alter! Moin! Ey, das geht alles so schnell! Mann, ich drück immer das. Das ist Quatsch. Eine Fresse, ey. Ich glaube, mit der Waffe kommt man nicht so weit. Was mich wundert, die Aufnahmen sind nicht so flüssig wie das Gameplay. Das muss ich mir nochmal genauer angucken, woran das liegen könnte. Das gibt's doch. Alter, ich komme jetzt gar nichts hier! Scheiße, ey! Na, ich spiele das gerade das erste Mal, also den Online-Modus meine ich. Die Waffe ist auch einfach scheiße. Oh, aber der hätte war nicht schlecht. Wenn man halt trifft, macht die halt Damage, ne? Aber man kann nicht so durch und durch laden, wie sonst immer. Welche war das hier? Die gelbe, ne? Ja. Okay. Das ist schon die beste, glaube ich. Problem ist halt, die muss ich erstmal in Fahrt bringen. Und bis es soweit ist. Alter, was ist da richtig? Hat man die Granaten und sowas? Habe ich sowas auch? Was? Wo? Alter, die haben mir richtig Blendgranaten und so. Was zur Hölle, ey. Die sind ja sowas am Abkacken gerade. Guck mal, ich glaube 26 zu 56. Ist ja lächerlich, ey. Aber gut, ich will jetzt eigentlich auch das nur mal zeigen hier. 3 Minuten. Oh Mann, es sind zwei, es ist unfair. Oh, hab ich ihn gekillt? Ich hab Vasar gekillt, endlich. Oh Mann, schon wieder. Ich hab endlich mal Vasar gekillt. Change View? Aha. Heißt das, dass man mit Third Person, was ich gerade gefragt habe, können wir uns gleich mal angucken. Ich glaube nämlich, dass das hier auch geht. Oh Mann! Zone A lost. Warte mal, Change View? Ach so, da können wir wie bei Overwatch und so bei den Games immer gucken. Auf unsere anderen Leute, was für die gerade zum Reißen, da war jemand. Was? Oh! Granaten, die haben hier so krasse Sachen, ich hab gar nichts hier. Die haben noch das Ding hier und das hat keine Muni. Wow. Okay. Aber irgendwelche Zusatzfeatures, sowas haben wir nicht, ne? Die sind wahrscheinlich auch schon irgendwie Level 100.000 und so in 3 Tagen, also dieses mega Sucht, jetzt weißt du, oben wieder. Diese mega durchsuchten. Ja, komm. Alter, da haben wir 2 Leute gerade. Die, was ist denn los? Ich komme gar nicht hinterher. Ich bin völlig überfordert. Hier ganz einfach alles so mega gut. Da ist jemand. Alter, was denn hier? Ich sehe gar nichts. Oh, ist das ein Feind? Nee. Alle Level 20, ne? Dann werden unsere Gegner, die sind auch alle Level 20, die daneben. Kann doch nicht sein, dass sie dann so gute Waffen haben. Also die haben doch... Der einzige Unterschied, der sein kann, ist ja nur der Charakter, aber nicht die Waffen. Die müssen ja dann die gleichen haben. Also, die haben jetzt nicht Level 100 Waffen, weil die jetzt Level 20 sind, wollte ich damit sagen. Ich bin doch zusammen, die sind doch auch im Kniespeak oder so, ne? Kannst mir nicht erzählen, dass die... Ich will einfach nur noch, dass es vorbeigeht. Mal durchbratzen hier. Mal, wo ist er denn hin? Ey, ohne Witz. Es ist sehr anstrengend. Mal, ob sie es schaffen, bevor die Zeit abläuft. Wir geben warm Wetten ab. Your enemy has a power play. 30 seconds remaining. Zone A captured. Mann, ich bin dein Freund, du Otto. Okay, die spielen jetzt wohl auch alle das erste Mal, wie die sich benehmen. Okay. Weil die kommen auch immer zu zweit, das ist voll fies.
Die schaffen das echt, guck mal. Einen noch und haben sie gewonnen. Ach doch nicht. Ich dachte, bei 100 ist Schluss. Warum ist geht's da weiter? Ah, jetzt ist Schluss. Yo, Team Lost. Ah, die Animationen sind echt ziemlich schick, ne? Muss man mal so sagen, ne? Ja. Alter, die hatten das Doppelte von uns. Kann man das hier sehen? Captures Effizienz. Naja. 0,26. Hallo, ich bin's. Um Gottes Willen. Jetzt kann ich gar nicht die Kills angucken. Aber einer von uns hatte 19. Der war ein bisschen besser. Oh nein, raus. Ich würde sagen, ich belasse es dabei. Schöne kurze Folge. Was war denn das? Wie hieß das überhaupt? Quickplay. Einfach Quickplay. Ja, das war Quickplay. Nächstes Mal machen wir The Inverted Spire. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, Sikowski, und ciao. Tschüss.